Ja, hallo zusammen. Heute mal wieder ein Video aus der Hüfte geschossen. Und zwar mal so ein Motiv, so ähnlich wie Bob Ross. Oder wie sein Lehrer Bill Alexander. Oder Bill Alexander, weil der war eigentlich Deutscher, der in die USA ausgewandert ist. Ich habe dafür einen breiten Pinsel auf meiner Palette Ultramarin Blau. Kaminrot, Cadmiumgelb und Titanweiß. Und ich mache das so ein bisschen wie Bob Ross. Ich habe zwar nicht dieses Magic Weiß White als Untergrund, aber für nehme ich einfach Wasser. Da kommt das Weiß drauf und Blau. Und klassischerweise wird diese Farbe auch hier unten genommen. Da ist nämlich ein See. Wer hätte das gedacht? Wasser ist dunkler als der Himmel. Das ist halt in der Regel so, weil Wasser ja nicht leuchtet und nur Licht reflektieren kann. Dann kommen die Malmesser zum Einsatz, und zwar habe ich da mal eins mit so einer spatelförmigen Klinge, und da mische ich mir jetzt eine sehr dunkle Farbe, indem ich einfach Rot und Blau zusammengebe und ein wenig Gelb dazu. Und wem das jetzt merkwürdig vorkommt, dem empfehle ich mal, sich mit Farbtheorie zu beschäftigen. Gelb und Violett, das ja entsteht, wenn ich Blau und Rot mische, sind Komplementärfarben. Und die dunkeln sich halt gegenseitig ab, und dann bekomme ich halt diesen extrem dunklen Farbton. So, und jetzt schauen wir mal dann, wo wir die Berge hinmalen. Bam. Ja, normalerweise hätte ich hinten noch irgendwelche Wolken malen müssen, damit das total authentisch ist. Die habe ich jetzt vergessen. Aber dadurch, dass ich den Himmel halt sehr schnell angelegt habe, gibt es hier so Flecken, und die kann man durchaus als Wolken auch interpretieren. Soll halt ein sehr einfaches Motiv für euch werden, das ihr schnell nachmalen könnt. Das Ganze föhne ich jetzt. Und wenn ihr euch wundert, warum mit Malmesser, ganz einfach, weil ich damit Strukturen erzeuge. Wenn ich jetzt gleich nochmal mit dem Malmesser drüber gehe, dann bleibt die Farbe halt unterschiedlich hoch an diesen Strukturen hängen, und damit wird dann halt die Illusion von Felsen und Schnee erzeugt. Für den nächsten Schritt nehme ich Weiß und mische dazu Ultramarin. Ihr seht, dass ich jetzt ein anderes Malmesser habe, so ein kleines trapezförmiges. Die Farbe soll dunkler sein als die vom Himmel, sonst heben sich die Berge natürlich überhaupt nicht ab davon. Kann man gut vergleichen, ja, nur ein bisschen dunkler werden. Ja, und der Trick ist jetzt halt nicht zu viel Farbe auf dem Malmesser zu haben. Also lieber mit zu wenig beginnen. Und ich denke mal, das Licht kommt von links. Das heißt, diese Bergkette hier, die ist im Schatten. Die geht ja hier runter auf der anderen Seite, das heißt, diese Seite ist beschattet. Und dann gehe ich mit dem Malmesser hier einfach drüber, vorsichtig. Und dann gibt es halt diese Abrisse, die genau eben die Illusion von Schnee erzeugen. Hier oben kann es ruhig ein bisschen dicker sein, weil da ist natürlich kälter. Da liegt mehr Schnee, und nach unten wird es halt immer weniger. So, in dem Bereich brauche ich mir nicht viel Mühe geben, da kommt nachher so die Uferlinie vom See. Vielleicht mache ich noch eine kleine Insel hier vorne, das weiß ich noch nicht. So, jetzt ziehe ich die Farbe hier noch weiter runter. Hier noch so ein bisschen rüber. So, und so mache ich weiter bei den anderen Bäumchen. Also, ich zeige euch die Palette halt immer, damit ihr auch sehen könnt, wie ich mische. So, und hier ist es ähnlich. So, auch hier ist die rechte Seite beschattet. Und je nachdem, wie ich jetzt das Malmesser führe, kann ich dem Auge halt vormachen, wo dieser Berg endet. Also zum Beispiel jetzt, wenn ich das Malmesser hier weiter runterführe, dann ist klar, der Berg ist hinter dem. Ja?
Also ein ganz einfacher Trick, wie ich das hinbekomme. Und auch hier, je nachdem, wie ich das Mahlmesser weiter nach links führe, so gibt es hier halt dann eine ganz klare Kante, wo der Berg endet und wie der weiter verläuft. Da habe ich die Farbe jetzt dicker aufgetragen. Wenn sie zu dick ist, dann kratze ich sie einfach wieder ab. Das ist der Vorteil, wenn man mit dem Mahlmesser arbeitet. So, dann haben wir hier hinten natürlich auch Schatten. Auch dieser Berg ist leicht beschattet. Und da lasse ich jetzt so einen ganz kleinen Spalt hier, dass sich die Berge voneinander noch ein bisschen abheben. Das soll jetzt der sein, der am weitesten hinten ist. Und der hier, der ist ungefähr auf der gleichen Höhe wie der große Berg im Zentrum. Deswegen sieht es halt hier so aus. So. Jetzt verstreiche ich einfach die restliche Farbe hier noch so ein bisschen nach unten. Und jetzt wird das Ganze wieder getrocknet und geföhnt. Ja, und jetzt arbeite ich mit diesen Farben weiter und hell die ein ganz klein wenig auf. Also nicht so viel Ultramarin. Ich mische einfach in den Pool rein, den ich vorher schon hatte, damit ich es ungefähr vergleichen kann. Und mit dieser helleren Farbe ja, erzeuge ich jetzt die Illusion von unterschiedlich hell beleuchteten Schneefeldern. Also das heißt, ich gehe jetzt hier nochmal drüber, punktuell, ja, und siehe da, die Illusion von Schnee wird immer stärker. Achtet darauf, dass das Mahlmesser immer wieder ein bisschen dreht, weil sonst habt ihr immer, wie zum Beispiel, habe ich jetzt dreimal übereinander die gleiche ja, Spur von dem Mahlmesser, und deswegen ändere ich das jetzt hier so ein bisschen, damit es halt etwas interessanter aussieht. So, die Farbe ziehe ich jetzt auch noch nach unten rein. Ja, sieht schon echt wie Berge aus. Und das ist echt verblüffend, wie schnell das geht. So, und jetzt nehme ich mir das Weiß, gehe in diese Farbe hier hinein, so die letzten Reste kratze ich praktisch noch mal raus, und damit gestalte ich jetzt die beleuchteten Seiten der Berge. Und da ist ganz wichtig, dass ich diese ganz helle Farbe gegen die dunklere hier habe, weil ich damit eben noch mal dem Auge klar mache, was vorne und was hinten ist. Da achte ich jetzt auf eine ziemlich deutlich erkennbare Kante, damit nochmal dem Auge klar ist, wo der Berg praktisch diesen Knick macht. Und wenn wie hier so ein kleiner Unfall passiert, dass ich jetzt die helle Farbe in den dunklen Bereich reingezogen habe, kein Problem, das ist Happy Accident. Ja? Dann helle ich das Ganze komplett auf und plötzlich sieht es so aus, als wenn hier so ein Felsvorsprung wäre. So, das Ganze machen wir da hinten auch noch. Und hier an der Stelle auch. Man könnte übrigens sehen, dass ich jetzt mit der anderen Hand noch mithalte, damit ich halt mehr Kontrolle über das Mahlmesser habe. Das ist immer etwas schwierig. Ich zittere dann immer und dann wird die Linie halt nicht so super, wie ich sie gern hätte. So. Und damit habe ich die Berge praktisch schon fertig. Ich kann jetzt hingehen und da zu der Farbe noch ein ganz klein wenig Blau dazu mischen, damit der Kontrast an bestimmten Stellen nicht so stark ist wie hier, kann ich damit da nochmal drüber gehen. Den Schritt könnt ihr übrigens auch einfach zuerst machen, dann mit der helleren Farbe. Das wäre auch so mein normales Vorgehen, aber habe ich jetzt einfach mal andersrum gemacht. Dann siehst du, dann habt ihr einfach noch mehr Farben drin, mehr unterschiedliche Farben, eben nicht nur dieses extrem helle Weiß. So, Berge sind fertig. Jetzt wird die ganze Sache wieder getrocknet. Um die Bäume jetzt zu malen,
Könnte natürlich genau wie in den Bob Ross Videos einen Fächerpinsel nehmen. Ich arbeite jetzt einfach mit dem Flachpinsel hier weiter. Der ist schon so ein bisschen kaputt und das ist ganz gut, um den Effekt von ja, Nadelbäumen zu erzeugen. So, dazu brauche ich natürlich ein Grün und das bekomme ich natürlich immer, wenn ich Gelb und Blau mische. Zum Thema Farben mischen empfehle ich euch natürlich mein Buch dazu. Könnt ihr auf meiner Webseite kaufen. Und ich gebe ein ganz klein wenig Rot dabei. Rot ist die Komplementärfarbe vom Grün. Das heißt, Rot dunkelt das Grün ab. Und das könnt ihr eigentlich ganz gut erkennen. Ich bekomme hier wirklich einen sehr dunklen Farbton. Und werde ich jetzt erstmal so eine Baumreihe erzeugen, die ein bisschen weit hinter ist. Weiter hinten ist, die deute ich jetzt nur an, indem ich das hier einfach so auftupfe. Und zwar lasse ich da den großen Berg so ein bisschen frei. Das heißt, ich werde so ein ganz kleines U sozusagen tupfen. Ihr müsst da nicht exakt arbeiten, weil wir eh gleich noch eine zweite Baumschicht darüber machen werden. Bäume im Hintergrund sind fertig. Jetzt kommen die Bäume im Vordergrund. Da gebe ich ein bisschen mehr von dem Gelb dabei. Und dann kommen die hier vorhin. Wenn ich jetzt ein Papier nehme und zwischen Daumen und Zeigefinger den Pinsel kräftig forme, dann wird der vorne sehr, sehr scharf wie so ein Messer. Und wenn ich dann in die Farbe reingehe, dann kann ich ja wirklich sehr dünne Strukturen damit erzeugen. Und das ist jetzt hier relativ wichtig, dass ich diese Bäume halt über die Linie der Berge teilweise hinausgehen lasse. Ihr seht ja warum, weil dadurch eben die Illusion von Tiefe entsteht. Na, ich denke, ich hätte ihn nur ein bisschen dunkler machen müssen. Dann gebe ich einfach ein bisschen Rot dazu und noch ein bisschen Blau. Und der Rest ist alles Illusion. Also wir gaukeln dem Auge irgendwas vor und das Auge denkt dann, ach guck mal, das sind hintereinander liegende Baumreihen oder hier, das sind Nadelbäume. Also ich tupfe dann einfach nach unten so eine pyramidenförmige Abfolge von Farbtupfern auf. So, und jetzt gehe ich schon mal hin und füge hier die Schatten ein, indem ich einfach die Farbe nach unten wegstreiche. Und da muss ich zum Beispiel aufpassen, wenn hier so eine Beule ist, dann sollte natürlich hier bei den Schatten auch die gleiche Beule sein. So, und damit das Ganze noch ein bisschen spannender wird, werde ich hier nur einen ganz großen Baum oder ein, zwei große Bäume einfügen. Da muss ich natürlich gucken, dass genau gegenüber auch der entsprechende Schatten zu sehen ist. Ja, und damit sind wir schon fast fertig. Jetzt fehlt nur noch die Uferlinie, Wasser und wir brauchen noch ein paar Stämme. Das heißt, das ist jetzt so eine relativ uneinheitliche Masse. Und ich helle mir jetzt dieses Grün, das ich hier habe, ein ganz klein wenig mit Weiß auf. Das ist so ein Graugrün. Und nehme dazu jetzt wieder das längere Mahlmesser. Dann gibt es halt einen Trick. Ich gehe mit dem Mahlmesser mit der Kante in die Farbe rein, habe dann an der Kante eine Rolle und wenn ich jetzt hier auftupfe, dann bekomme ich ganz automatisch einen Stamm. Und da werde ich jetzt hier einfach ein paar Stämme einfügen.
Und im letzten Schritt füge ich hier unten noch so eine Art Uferlinie ein. Und da nehme ich mir einfach sehr viel von dem Blau. Mache den gleichen Trick, nehme also Farbe nur mit der Kante des Malmessers auf und gehe dann hier an dem Rand hier entlang. Keine einheitliche Linie, sondern ist auch immer wieder mal unterbrochen. Und vielleicht ist da mal ein Fels, deswegen lasse ich das jetzt hier. Ist wieder so ein klassischer Happy Accident. So, damit haben wir die Uferlinie klar und dann nehme ich noch ein bisschen mehr hellere Farbe, also das Blau mit Weiß. Und jetzt werde ich die Illusion von Wellen erzeugen. Ich gehe also jetzt mit dem Malmesser wieder rein, habe wieder diese Rolle da und kann dann hier von links nach rechts über den Schatten hier Wellen einfügen und sofort wird unserem Auge vorgegaukelt. Ach, guck mal, das ist ja Wasser. So, und fertig ist die kleine Fingerübung. Also, ich hoffe, dass euch das eine Anregung gibt, einfach mal rum zu experimentieren. Ihr seht, dass man diese Berge mit Malmesser auch super mit Acrylfarben hinbekommt, wenn man den Untergrund immer schön trocknen lässt und die erste Schicht wirklich mit dicker Farbe aufträgt, damit man halt Struktur erhält. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihm einen Daumen hoch und falls ihr noch nicht abonniert habt und immer mitbekommen wollt, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe, dann bitte abonnieren, abonnieren, abonnieren. Ja, ich bleibt mir wieder nur euch viel Spaß beim Nachmalen zu wünschen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin macht's gut. Tschüss.